Hallo zusammen, wir melden uns von der wunderschönen Insel Rhodos. Wir sind hier im Norden am Kitespot Farnes und im folgenden Video werden wir euch einmal den Kitespot, die Insel, die Aktivitäten und alles, was man sonst noch so anstellen kann, hier vorstellen. Film ab! Heiß, 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 heiß. So Manu, wir sind jetzt hier schon 2 Wochen rumkiten und chillen. Ich wollte einfach mal hören, wie so dein Fazit ist. Wie schätzt du den Spot hier ein? Wie gefällt dir die Insel? Wie ist so dein Eindruck? Ja, ich war ja schon öfter in Rhodos, ist jetzt nicht mein erstes Mal und kenne die Insel ganz gut. Und hier in Farnes ist eher ein Lightwind-Spot, also da braucht man eher so Kitegrößen zwischen 11 und 13 normalerweise, ab und zu mal 9er, aber meistens größere Kites, weil man hier mehr thermischen Wind hat. Der kommt so zwischen 11 und 1, manchmal auch erst um 3. Und hält dann meistens mehrere Stunden. Und ja, man hat hier, wie man hinter uns sieht, die Station. Dort kann man dann ganz entspannt chillen unter den Palmen oder vorne an den Hängematten und warten, bis dann der Wind kommt. Wie siehst du das hier mit der Windsaison? Wann wird es hier voll? Wie ist so das Platzangebot hier am Spot? Ja, also die Windsaison beginnt, soweit ich weiß, im Juni und geht bis September. Dabei sind Juli und August die besten Monate, also wo man die meiste Windausbeute hat, aber natürlich auch die vollsten Monate. Und im Allgemeinen muss man sagen, also in Farnes, die Bucht ist in der Hochsaison schon voller, aber man kann einfach ein bisschen Upwind fahren und dann ist es leer. Der nächste Spot heißt Kalavada und ist, glaube ich, 7 oder 8 Kilometer entfernt. Also dazwischen hast du eigentlich 7, 8 Kilometer für dich selber, wo du kiten kannst. Wie gesagt, einfach ein bisschen Upwind fahren. Es ist ja so ein bisschen paradox bei den Kitern, dass die sich alle an einem Ort tümmeln, obwohl links und rechts das Meer komplett frei ist.
Und es gibt auch ein Rescue-Boot, was den ganzen Tag aktiv ist. Es wird betrieben von Michael und Roland, also die passen auch super auf. Das heißt, du kannst sowohl Downwind vom Spot als auch Upwind vom Spot kiten, ohne dir Sorgen machen zu müssen, dass dich jemand übersieht, weil die Jungs hier haben wirklich alles unter Kontrolle. Ich habe gesehen, du warst hier an der Station auch mit diversem Equipment unterwegs. Ich habe dich foilen gesehen. Du hast auch ein paar Kites hier von der Station genutzt. Wie schätzt du hier die Ausrüstung der Station ein? Ja, also sie haben neues Cabrina-Equipment und man hat hier eigentlich alles. Also man kann sich Surfboards ausleihen, man kann sich das Foil ausleihen, was mir super Spaß gemacht hat. Vor allem, wenn der Wind leichter ist, kann man sich entscheiden, geht man jetzt mit einem 13er rein und kitet mit einem Twin-Tip oder geht man mit einem 8er rein und foilt. Das bleibt dann jedem selbst überlassen. Aber im Allgemeinen hast du halt super viele Möglichkeiten an der Station. Es gibt ganz günstig Windsurf-Equipment auch zu leihen bei wirklich schwachem Wind. Dann hat man in der Früh was zu tun. Wir waren Paddleboarden im Sonnenuntergang, was auch super schön war. Volleyball spielen. Also du hast hier an der Station wirklich Entertainment pur für jung und alt, sage ich mal. Und super Equipment für alle Konditionen, die man sich so vorstellen kann. Du sagtest ja gerade schon, es ist eher ein Leichtwindspot mit thermischem Wind, relativ entspannt für Anfänger zum Üben. Wenn man jetzt schon ein bisschen fortgeschritten ist, wo kann man dann hier Spaß haben? Es gibt noch einen zweiten Spot, der heißt Prasionissi. Das ist eine Landzunge, die ist etwa 1,5 Stunden von hier entfernt. Und da der Wind dort stärker ist, wenn der Wind hier kalt ist, kann man dort dann richtig extrem kitesurfen. Und da gibt es eigentlich zwei Spots, weil auf der rechten Seite ist Onshore-Wind, das heißt, da sind größere Wellen. So zwischen 0,5 und 3 Meter groß und auf der anderen Seite dieser Landzunge ist ein kompletter Flachwasserspot. Und da kann man sich dann eben aussuchen, wo man kiten will. Und ja, aber die Sache ist halt, dort gibt es nur zwei Restaurants und nichts anderes. Deswegen empfiehlt es sich auf jeden Fall hier in Farnes zu bleiben und dann immer die Windvorhersage mal checken. Ein-, zweimal die Woche normalerweise kommt da stärkerer Wind als hier. Und dann lohnt es sich definitiv, einen Ausflug dorthin zu machen. Im Sommer ist es ziemlich voll. Das ist halt so ein Nachteil. Und der zweite Nachteil ist definitiv, dass nicht gerescued wird. Und der Wind ist offshore. Das heißt, wenn da was passiert, muss man das Equipment releasen im Normalfall. Ja, also das hört sich ja wirklich danach an, dass Prasionissi ein Spot für die Pros ist. Wenn es da mal richtig ballert und man durchdrehen möchte, dann kann man da mal einen Ausflug machen. So wie du das ja auch ein, zwei Mal gemacht hast. Stay here in the moment, 'cause I'm free.
Ja, und wenn man dann doch mal keinen Bock auf Paddleboarden hat, wenn es wirklich gar keinen Wind hat, was würdest du denn empfehlen hier auf der Insel, was man unternehmen kann? Ja, also das Coole ist halt, es gibt eigentlich super günstig Mietautos. Das heißt, man kann sich auch einfach ein Mietauto nehmen. Und es gibt hier mehrere Städte, die wunderschön sind. Es gibt Burgen an der ganzen Küste entlang. Also man hat da einmal Rhodos, die Altstadt, die wirklich wunderschön ist. Da kann man auch einen Tagesausflug in die Türkei machen, wenn man dann irgendwie shoppen will oder sowas. Und es gibt eine weitere Stadt, die heißt Lindos. Die hat wunderschöne Mosaikböden, super gute Restaurants. Und es gibt einige schöne Buchten hier, wie zum Beispiel die Anthony Quinn Bay, die relativ berühmt ist. Also von den Low-Wind-Aktivitäten bleiben auch keine Wünsche aus. So Leute, wir sitzen hier im Hotel, die Leute sind alle schon am Spot, es ist ordentlich Wind und ich wollte nochmal die Gelegenheit nutzen, euch so ein bisschen was zum Hotel und zur Atmosphäre hier zu erzählen. Wir befinden uns hier so im Frühstücksbereich, da hat jeder morgens sein Tischchen für sich, so kann jeder entspannt wach werden beim Kaffee und dem leckeren Fruchtmüsli. Abends wird dann hier gemeinsam an der langen Tafel zusammengegessen und der Tag ausgewertet und viel über den Wind geredet. Was wir auch ganz interessant fanden, dass hier sehr, sehr viele Stammkunden sind. Also die Leute kennen sich zum Teil seit Jahren, kommen immer wieder hierher und ich denke, das spricht auch hier für den Spot und das Hotel. Das Hotel ist ein wirklich authentischer, familiärer Betrieb. Hier kocht die Oma noch selber. Es gibt leckere griechische Salate und typisch griechische Fleischgerichte. Also da ist auch für jedermann was dabei. Hier im Hotel kann man natürlich bleiben, hat dann 5 Minuten Fußweg runter zum Spot oder zur Station. An der Station selber gibt es auch noch mal ein paar Zimmer, also da hätte man dann die Option zu sagen, okay, ich will direkt am Spot wohnen und vom Bett aufs Brett springen oder wie gesagt hier oben und dann hat man kurze Wege zum Frühstück oder auch zum Abendessen. Die Kombination aus Hotel, Kaltstation und Spot hat uns wirklich super gefallen in Farnes. Und zusammen mit der vielfältigen Insel, der langen Sommersaison von Mai bis Oktober und den guten Flugverbindungen ist Rhodos Farnes eine klare Empfehlung für euren nächsten Kiteurlaub. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like und ein Subscribe für unseren Channel da. Und wenn du jetzt Lust auf einen Kiteurlaub diesen Sommer auf Rhodos bekommen hast, dann schau doch mal auf der Surfbude-Website vorbei und lass dir vom Surfbude-Team ein Angebot erstellen. Bis zum nächsten Mal. Euer Christian und Matthias.